Heute ist der Frühlingsanfang, oder doch nicht? Das schauen wir uns jetzt mal kurz zusammen an. Heute am 20. März ist der kalendarische oder auch astronomische Frühlingsanfang. Zu diesem Zeitpunkt steht die Sonne exakt über dem Äquator. Sie geht morgens genau im Osten auf, steht mittags im Süden und geht abends genau im Westen unter. Außerdem sind Tag und Nacht genau gleich lang. Es gibt aber auch noch andere Frühlingsanfänge. Am 1. März gab es schon den meteorologischen Frühlingsanfang. Der wurde festgelegt von der Weltgesellschaft für Meteorologie. Demnach sind die Jahreszeiten immer genau 3 Monate lang. Der Frühling zum Beispiel geht von März bis Mai. Dadurch, dass die Jahreszeiten immer gleich lang sind und zur gleichen Zeit anfangen, lassen sich besser, was das Wetter zum Beispiel betrifft, Vergleiche ziehen zwischen den Jahren. Und daneben gibt es noch den phänologischen Frühlingsanfang. Der ist in mehrere Phasen unterteilt und orientiert sich am Entwicklungsstand verschiedener Zeigerpflanzen. Der Beginn des Vorfrühlings zum Beispiel ist am Blühbeginn des Schneeglöckchens orientiert und der Beginn des Erstfrühlings, der hängt mit dem Blühbeginn der Kirsche zusammen. Wie dem auch sei, ich wünsche euch auf jeden Fall einen wunderschönen Frühlingsanfang und hoffe, dass ihr tolle Naturerlebnisse habt.